So, Hallo. Willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Ja, dritter Versuch, würde ich mal sagen. Ob wir es diesmal packen, hm? Paco, Paco, Paco. Ich versuche mal zu spotten auch. Du hast ja schon ein bisschen, Mario. Ja, ich auch. Ich habe eigentlich gar nicht. Oder es war Chris. Ja, einer ist gerade zum Mörser gerannt. Er ist tot. Einen habe ich. Hallo? Wer schießt denn da? Nein. Die sind aufgeschreckt. Ah ja, hast du geschossen? Ich hab einen Typen geschossen, der mich schon erledigt hätte. Ja, aber das hat die aufgeschreckt. Also der Mörser ist, glaube ich, jetzt gerade in die Luft gegangen. Die Sniper habe ich ausgeschaltet. Sehr gut. Die Rebellen gerufen, weil ich weiß nicht, ob die gerade auf die alle geballert haben. Einer geht gerade wieder zum Mörser hin. Ja, die Rebellen bin sind auf da. Dem Weg, bin auf dem Weg. Die Rebellen sind da, das stimmt ja. Aber haben wir nicht gerufen. Der Mörser existiert nicht mehr. Warum? Aber vielleicht ist das ein anderer. Ey, pass auf, hinter euch sind Leute, ne? Ich renne gerade zu den Rebellen. Oben. Okay, beide mit einem Schuss erledigt. Okay. War eigentlich nicht geplant, aber okay, das ist auf ja, den Einsatz konzentrieren. Ist. Me llamo Lu Pereira. Bin aber nicht sicher, ob ich nach diesem Scheiß bei dem Job bleibe. Wer hat mich gerettet? Wir gehören zu Pakatari. Okay, haben sie begleitet mich gerade, ne? Vermissten Person? Da ist ein Rebellen unterschreibt. Schalt ein paar Leute von hinten aus. Los desaparecidos habe ich dort. Dann holen wir es uns. Ja, ja. Ich hoffe, ihr kommt mit mir. Ich habe hier die Journalistin bei mir. Befreien noch ein paar Leute. Ich habe Rebellen befreit. Ja, dass sie befreit sind, ist immer gut, weil die unterstützen uns ja auch nochmal. Kommt ihr zu mir? Ich sehe einen blauen Fertigkeitspunkt. Ich weiß nicht. Ja, dann nehmen wir sie nochmal mit. Ah ne, das habe ich schon durch mit Mario. So, ich glaube, hier ist alles safe. Ne? So Mario, kommst du schon mal hoch? Da oben, jo. Ausrüstungskiste finden, ja. Boah, die KI, ne? Wie läuft die so. Denn? Moment. Wie kann man eigentlich diese Tore öffnen? Gar nicht. Nur diese, dieses Tor läuft mit gegnerischen Fahrzeugen. Ja. Okay, sind wir fertig? Ich hab die Journalistin bei mir, die führe ich gerade zum Ziel, wenn ihr mich begleiten wollt. Vielleicht wäre ein Auto angemessener gewesen. Ja, ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ja. Vier Sitzer. Also ich bin auf der Straße, braucht mich nur abzuholen. Fahr vor zu den beiden, ich steig da dazu ein. Chris Scheiße. Hat die Straße irgendwie nicht ganz getroffen. Naja, gut. Führerschein, okay? Führerschein in Bolivien wäre angebracht, glaube ich. Ey, wieso kommt das Dritte denn nicht weiter mit mir? Heli? Okay. Ich hoffe, die steigt auch ein. Ja. Lass dir Zeit, kein Problem. Los. Erstmal schöne Musik für mich gesucht. Nicht nur San Mateo ist betroffen. In ganz Bolivien werden Menschen verschleppt, nicht nur vom Kartell. Die Unidad mischt auch mit. Einige Offiziere foltern und töten Unschuldige. Und dann schicken sie die Beweise hierhin zur Entsorgung. Santa Blanca tötet ständig Menschen und hinterlässt überall Leichen. Es interessiert keinen, wenn ein Sicario vom anderen Kartell stirbt. Die töten einen Polizisten? Gehört zum Drogenkrieg. Aber die Verschwundenen, los Desaparecidos, also die ganzen Priester, die ganzen Journalisten, die etwas Schlechtes über das Kartell sagen, alle Studenten, Busfahrer, Waschfrauen, alle, die gegen sie auch nur aussagen könnten, es ist nicht nur der Drogenkrieg. Das ist eine Story. Oh, in der Tat, muss es sein. Denn wenn die Bolivianer nur von einem Bruchteil der Morde erführen, die das Kartell und die Unidad begangen haben, käme es zum Aufstand. Die Rebellen erhielten großen Zulauf und, Mann, vielleicht würde man sogar Aufmerksamkeit erregen. Das Versteck ist gleich davor. Gut, zeigen Sie uns die Info über die Vermissten aus San Mateo. Wir müssen das beenden. Hier ist echt das Versteck, Leute, echt ohne Scheiß. Hat die auch bei euch geredet?
Ja. Ja. Gut. Ich muss mir erstmal einen Schalldämpfer besorgen. War es das jetzt, oder? Ach, man kann mit dir nochmal reden, okay. Man kann davon ausgehen, dass Los Desaparecidos, also die Vermissten, ermordet wurden. Ich habe noch Mario, kann ich auch mal an die Waffenkiste? Oh, ich wusste gar nicht, dass du da nicht reinkommst. Ich meine, ich hatte eine Ausrüstung dabei. Wie die verdammte Scheißmüllabfuhr. Mehr nicht? Was ist mit Naruto? Einem Zeitplan? Keine Einzelheiten. Oje, amigo, bis hierhin war es echt schon schwer genug. Der letzte Halt des Trucks war da, wo das Kartell die Leichen entsorgt. Mehr weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich mal Werbebild freigeschaltet. Oh, das ist ganz gut, ja. Das wird so unfassbar cool. Was ist mit meiner Story? Es gibt Dutzende Familien, Hunderte, die wissen wollen, was mit ihren Liebsten passiert ist. Sobald wir Antworten haben, können Sie sie verbreiten. Adios und gracias. Ich werde hier auf Pacatari warten. Ihr solltet den Plan finden. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Jo. Du weißt, dass du die Kanonen auch abfeuern kannst, oder? Mal. Ja, ich? Ja. Zeit, Casitas Resort dicht zu machen. Deine Hupen! Ich will das volle Rockstar-Programm. Aber verschonen Sie sich. Ich bin gerade hier im Inventar, deswegen sehe ich gerade nichts. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt mal weiter, ne? Weiter. Wir sollen den Parkplatz des Resorts erreichen. Ihr müsst es annehmen wahrscheinlich. Alle drin? Ja, Mario, du musst noch annehmen klicken. Ja, perfekt. Unser Ziel ist markiert. Oh nein, ist das Casino, wo wir schon mal... Nee, nicht. Ich frage, bräuchte ich noch Granaten? Das ist sehr gut. Bräuchte ich den Granatwerfer noch den Granatwerfer? Hab ich mir gerade geholt. Oh, das ist das Casino, oder? Ja, vielleicht. Nein, ist es nicht. Vielleicht nicht dort landen, ne? Okay, ich habe mir mal gerade Autoschild geholt. Ich bin jetzt erfahren. Sofort, weil wir immer am Autoschild. Nee, das ist nicht das Casino. Was hast du dir geholt? Autoschild, also das. Meine Wagen halten mehr Schuss aus. Ah, das ist gut. Weil du der Fahrer bist. Ja. Okay, dann machen wir das so. Du bist der Fahrer, was die Bodenfahrzeuge betrifft, und ich mach die Luft. Das den müssen wir abschalten. Granate? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ja, hier ist ein Jammer. Das Signal, die stören die Drohne. Habt ihr es zerstört? Wie müsst ihr das machen? Einfach einen Hebel umlegen. Klingt einfach. So, der aktiviert. So, jetzt können wir drohen. Leute, ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ah, der Wagen ist das Ziel da. Ein Einzelner ist das, ne? Ich kann gerade nicht wirklich viel erreichen, Matthias. Geht's los? Ja, von mir aus. Parkplatz ist gesichert. Gut, dann müssen wir zum Parkplatz. Wie aktiviert man eigentlich Wärmebild? N Nachtsicht und nochmal N Wärmebild. Ein Orden kriegt er dafür nicht. Er schießt nur gegen Zivilisten. Wir müssen die Position verteidigen, 3 Minuten lang. Hier kommen ganz viele Gegner. Position halten. Sorgt dafür, dass sich die VIPs ordentlich einscheißen. Okay, hier kommen Unterstützung von der Straße gleich, per Auto. Ja, hat mich schon erwischt. Ich bin Mario. In Deckung gegangen. Mario, du musst ein bisschen hier an der Straße helfen. Das ist down. Ich bin sogar. Hab ich hingelegt, ne? Der Kopf war. Der macht mir gerade ein bisschen. Okay, jetzt ist er weg. Nein! Ist noch nicht weg. Fuck, von wo denn? Kommt nochmal Unterstützung gleich. Nein! Chris, wie lange hast du noch? 22. Fuck it! Duck dich. Direkt hinter dir.
Gehen Sie weg, kannst du schon, kannst du schon. Oh, fuck. Oh, wir haben das alles im Spiel verlassen. Ja, gut. Aber irgendwie voll blöd, dass es mich erwischt hat, weil ich bin. Ich wurde, als ich beschossen worden bin, ne? Ich habe mich hingelegt, ne? Also, du kriegst noch Schaden so ein paar Sekunden nachher, ne? Ja. Obwohl du schon aus der Deckung bist. Das ist echt mies. Obwohl du in der Deckung bist. Ja, das ist Ding, obwohl du schon weg bist, kriegst du auch kurz Nachhall. Schalten wir dir schnell noch aus. Wir können auch probieren, dieses Fahrzeug mit dem Mörser anzugreifen. Nee, am besten bleibt einer hier oben. Ich bleib hier oben, okay? Ich dachte, ein Sniper ist solche wie ich. Ich bin auch Sniper. Hab ihn. Ich würde sagen, einer geht auf jeden Fall auf den Parkplatz. Und der Rest kann er noch. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hallo. Vor allem Mario schießt direkt los. Hör doch auf zu schießen, wenn du keinen Schein fährst. Hab ich. Hast du nicht? Doch, hab ich. Guck mal. Scheinwerfer drauf. Ich hab den nur zweimal mit der Sniper getroffen, der lebt immer noch, alles klar. So, geh runter. Gut, Mario ist unser Lockvogel. Ja. Viel Spaß, Mario. Jetzt auf einmal überlebe ich den Scheiß nicht, ne? Okay, unser Lockvogel ist down. Ich kann von einem Canyon runterspringen und überlebe das. In dem Scheiß ist hier nicht. Ich versuch das jetzt mal mit dem Runterspringen. Mach das hinter den Zaun irgendwo. Ich werde entdeckt, Chris. Er ist tot. Hat er sich kurz bewegt, als ich auf ihn geschossen hab. Oh, Mario ist wieder da. Danke. Vielen Dank. Wo kann ich mich denn jetzt hin? Okay, am besten. Vorsicht, wir werden gejagt. Ich komme jetzt auch runter. Ja, vielleicht bleibst du oben, oder nicht? Okay, Mario, bleib noch entfernt, Mario, vom Ziel. Ich habe einen auf Mario gemacht. Musst du den erschießen? Den auch. Musstest du nicht. Doch, weil die auf mich zugerannt sind, beide. Geh doch in Deckung. Ja, ich bin hier in Deckung, aber die werden hier hingerannt. Der eine liegt ja schon daneben, ja. Das ist der gegnerische Heli, ja. Ja, leg los, Mario, oder? Ah, hier sind überall Leute jetzt über. Wo waren die denn gerade eben? Bin ich nicht gespottet? Tango ist tot. Keiner hat gespottet diesmal. Achso, ich dachte, die hättest gespottet und. Ich hab am Anfang teilweise gespottet, aber ich konnte nicht so weit fliegen. Das verrät den Standort einer Kartellantenne. Sie schalten sie ein, wir schalten sie wieder aus. Wann beginnt ihr die Mission? Ah, Moment, wir sind hier gerade beschäftigt. Jetzt dürftet ihr beginnen können. Bei mir steht, erreichen Sie den Parkplatz, das ist so aus. Ja, danach beginnen die 3 Minuten, dass wir verteidigen müssen. Genau. Wie schießen die auf mich? Ah. Auto kommt. Ich glaube bald. Ich hab da. Erst erledigt. Granate fliegt. Halt nicht, ne? Ab. Oh. Der Tango ist hin. Autoverstärkung kommt. Versucht mit dem Mörser den zu erledigen. Granate fliegt. Ja. Ja, kommt auf Mundi. Oh.
Von hinten. Schön. Ich hab keine Mundi mehr. Wo ist denn hier die Mundi? Da ist die Mundi. Auto. Das wirklich noch schaffen. Okay. Hey. Zweifelzeit werden wir uns. Die Rebellen kommen und lenken. Hallo, sie wo ab. Kommen denn die Bitches? Oh, oh, Helikopter! Schießen jetzt auf mich, der Typ. Helikopter, Leute! Ja, und Auto schon sagen. Wir müssen den runterholen, ne? Das ist unser Ziel. Ist down. Schön, danke. Mario, hast du auch drauf geschossen? Ne, ich war mit dem Auto geschossen. Alter, ich hab nur eine Salve auf dir geschossen und plötzlich explodiert der? Ja, ich hab ein bisschen was draufgeballert. Was soll denn dann? Hab ich schon. War es das? Ja. Ja. Okay. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir diesen netten Wagen hier. Zu zweit natürlich. Ich hasse euch. Ferrari. Geil. Was machen wir jetzt mit dem Wagen? Ich weiß nicht. Verschrotten. Genug. Gut. Ich schätze, die restlichen Gäste werden abreisen. Das bringt Rumballern in aller Regel so mit. Der war so rot markiert, der hatte so eine Markierung. Ich glaube, dass der eine Alarmanlage hat. Achso. Genau. Was machen wir jetzt? Aber ich würde sagen, wo wir jetzt hier gerade die Spritztour mit dem Ferrari machen, würde ich sagen, das war's mit der Folge. Und wenn Mario dann mal kommt, machen wir weiter, oder? Okay. Ja, habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Um uns herum sind Gegner. Wir können schon mal das nächste Ziel ja, das stimmt. Auswendig machen. Okay, die nächsten Ziele, die nächste Mission werden wir dann in der nächsten Folge ja, in Augenscheine nehmen. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao.